So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde BVZ GB1 und ich starte mal mit was starte ich? Ein Downranger, mit dem bin ich übelst schlecht. Ich weiß, dass die meisten von euch den mögen, aber ich habe es nicht so mit Downranger nie gehabt. Nebenbei hat der Einzelschuss, also die mich da schon länger verfolgen auf dem Kanal, die wissen, dass ich mit Einzelschuss gar nicht klarkomme. So, jetzt habe ich schon mal die Hälfte meines Lebens da eingebüßt. Den einen da wieder zu beleben, bleib mal stehen, du Kackerbse. Naja, Vorlage. Wenigstens etwas. Wo sind denn die alle hin? Da waren doch noch Pflanzen. Hä? So, Pflänzchen adieu. Oh, noch mal eine Vorlage kassiert. Hey, du Scheiß Kakteen, wach du nur. Ja, natürlich, wenn ich da endlich mal bereit bin mit dem ZPG-Raketenwerfer, warte mal, die Kakteen krall ich mir jetzt mal. Der hat mir da so viel Damage gemacht vorhin. Bisschen der Reiersack hin. Mal schnell nachladen. Du Eiertreter, du! Also für den, dass ich da mit dem Charakter unterwegs bin, spiele ich mich nicht mal so schlecht. Ich habe euch vorgewarnt, mit dem bin ich nicht gut. Aber trotzdem, 2 Kills habe ich eh schon erzielt. Es sind 2 mehr, als wie ich mir da zugetraut hatte selber. Mal schauen. Aha, da ist ja mein Freund der Kaktus. Wo ist er denn hin? Der ist kurz aufs Dach und dann, aha, da steht er ja noch. Komm mal ein bisschen zurück. Hoff mal, dass ich ihn da mit einem Giftwolke einen Schaden verursache. Zumindest, dass ich eine Vorlage kassiere. Na, wach du nur mal ab. So. Hast du vorhin auf mich geballert, hä? Ne. Mann. Scheiß Gifterbse.
Danke, dass du versucht hast, mich da wiederzubeleben. Sehr ehrenswert. So, Punktestand 21 zu 16. So, Drohne zerstört. Haha, die kennt sich gerade nicht aus. Jetzt macht sie Siesta. Geh die nur wiederbeleben, du Kackgifterbse. Pam! Das war mal für vorhin, wo ihr mir da auf den Sack gegangen seid. Komm! Hör doch mal auf, dich da zu bewegen. So. Ich glaube, ich habe einen Baum getroffen. Nee, hab sie sogar getroffen. Wacht mal, Mann. Sag ja mit dem, da bin ich nicht gut. So, mit etwas Glück treffe ich den. Nee, im letzten Moment musste der natürlich weggehen. Aber egal, jetzt gehe ich mal zum Frontalangriff über und hoffe mal, dass ich den... So, den einen oder anderen Krieg. Also, die Kakteen schaut man nicht mehr raus. Dann hoffe ich mal, dass ich den so treffe. Mann! Naja, 6 Kills, da bin ich nicht mal so schlecht für den, dass es ein Charakter ist, mit dem ich eigentlich nie spiele. Und der mir nie so zugesagt hat. Viele feiern den ja wie verrückt, ich halt nicht. Das ist dann natürlich so eine Gewohnheits- und Übungssache. Pam! So, 2 habe ich mal. Maggie, das macht man doch nicht, oder? Ballert die mich da einfach weg? Puff, puff, puff mit ihrer Feuererbse. Ich beiß dann ins Gras. Adam, Adamski, danke. Natürlich, Maggie von Deich kriegt mich wieder mal. Ist das eine Eiertreterin? 2 zu 2. Crawler, danke, dass du mich da wiederbelebt hast. Wo sind denn die alle hin? Das ist mein Team. Mann, du Arsch! Enzo Catch!
Maggie hat 11, Santa Cruz 10, Enzo hat auch 10, ich auch. Es wird eine knappe Runde, glaube ich. Mal schauen jetzt mal auf den Gesamtpunktestand. 44 zu 43, ja, wie ich gesagt habe, extrem knapp. Da kommt es wieder mal auf jeden einzelnen Kill drauf an. Centurio. Zu 46. Tja, die Zombies haben gewonnen. Sieg für die Zombies. 46 zu 50. Die Pflanzen konnten sich da nicht mehr erholen. Beziehungsweise seit ich da die Punkte vorgelesen habe, haben sie sich nicht mehr geändert, die Punktestände von denen. Also Maggie vom Deich hat 11, Santa Cruz hat 11, Enzo Catch hat 10, dann Joke Palace hat 5, Roland hat auch 5, ich habe 10, Darem hat 8, Arthur 8, Super Mamu hat 8 und das war's dann mal. So Leute, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, wisst ihr ja, was ihr machen müsst. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und natürlich schaltet das nächste Mal wieder ein.